You got me feeling so high. Yeah. I could all night. Yeah. Ja, guten Morgen, meine Freunde, und willkommen zum ersten Vlog der Gamescom dieses Jahr. Wir werden jetzt hier erstmal reingehen und unsere Tickets abholen, beziehungsweise unsere Badges für unsere Tickets. Vorteil ist heute ziemlich leer. Heute ist ja der Medien- und Pressetag, wobei ab 13 Uhr ja diese ganzen Wildcard-Teilnehmer auch reinkommen können. Sonst ist es nicht weiter stören. Und wir werden jetzt erstmal unser Badge abholen. Hier ist Kasse. Wir müssen. Kasse Fachbesucher. Wir müssen dann nur unser Badge holen. Also machen wir das jetzt mal irgendwo. Wir suchen das erstmal. But I ain't gonna stop until I get my. No, I ain't gonna stop. So, meine Freunde, wir haben es jetzt aufs Messegelände geschafft. Wir werden uns jetzt erstmal in der Business Area ein bisschen umgucken wahrscheinlich. Wir brauchen dann noch einen Termin für Ubisoft, The Division. Und ansonsten wird heute nur gegammelt hier. Weil die ganzen Termine haben wir erst ab morgen und übermorgen. Also lass uns erstmal überraschen, was es hier so dieses Jahr alles gibt. Und was man so Schönes hier erledigen kann. Alex, was meinst du? Wie wird das heute? Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wie nicht so? Ja, du bist dabei. Ja, und? Genau deswegen, ja. Das muss deine Vorfreude richtig steigern. Oh, guck mal, wir laufen hier und Licht wird angemacht. Holy Heiko ist in der Nähe. Holy Heiko. Da vorne, Freunde, ist die Business Area. Da werden wir jetzt erstmal hingehen. Und uns hoffentlich noch einen der wenigen Termine ergattern. Letztes Jahr waren wir zu spät. I just wanna love, but these girls, they just wanna fuck. I'm talking good problems, being duckish. So, ist auch Ubisoft schon gefunden. Sollte hier hinter sein. Jetzt gucken wir, ob wir da noch, wie gesagt, wollen auf jeden Fall Division noch. Dann haben wir alles, was wir brauchen, ne? Lass uns unser Glück probieren. Hier ist es. Dann lass mal hingehen. So, leider gab es da keine Termine mehr, aber zumindest heute der Pressetag. Das heißt, wir können jetzt in die ganz normale Entertainment Area und dort dann Division und Rainbow Six anspielen. Ich sehe gerade, das ist hier neu. Das gab es jetzt hier noch nicht. Ja? Aber sonst war das Garagentor zu. Naja, soll es jetzt nicht weiter interessieren. Wir werden jetzt erstmal mit Halle 6 anfangen. Ne? Mhm. Und ich werde den Alex jetzt erstmal in den Arsch treten, weil er nicht aus der Potte kommt. Wie immer. Ja, immer dasselbe mit dem. I'm on a war tour with Mozilla's the band. And we ain't gonna stop till we chillin' in France. Flippin' crepes in the pan, Perrier in my hand. Couple ladies in my bag, in the lay of the land. Say, ich hab von ihm noch bei Ubisoft was gehabt. Alex filmt wirklich. Termine, wer? Er filmt. Jetzt film ich endlich mal. Jetzt hat mir den Arsch getreten. Ja. Wow, wirklich halt dort. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal, dass wir The Division anzocken können. Da ist Ubisoft, Mann. Da können wir direkt hingehen. Und was würdest du in Kauf nehmen? Ja, halbe Stunde schon so. Ja. Also ich meine, sofort kann es eigentlich gar nicht sein. Rainbow Six ist schon mal. Die haben ja heute keine Schilder stehen. Okay, Just Dance. Die haben heute keine Schilder stehen, wie lange man warten muss. Just Dance. Just Dance? Geil. Wer ist wohl dieses Jahr da? Also wir sind hier am Division-Stand und ist schon ziemlich voll. Das Problem ist einfach, es gibt so viele von diesen Wildcards. Das heißt, es ist nicht nur Presse und wirkliche Fachbesucher hier, sondern auch, wie viele sind das noch? 5.000, 6.000 Karten, ja irgendwie mehr, die noch so rausgegeben werden, ja? Also Freunde, ich weiß nicht, ob die dieses Jahr irgendwie einen Stock im Arsch haben oder so. Da haben wir uns gerade bei Just Cause 3 angestellt, ja? Für die, die es nicht wissen, das ist USK 18. Gar kein Thema. Wir stellen uns an. Und da kommt der Typ da. Ja, ihr braucht ein rotes Band. Wieso, seit wann das denn? Ausweis reicht doch. Meint er, nein, nein. Man muss ein rotes Band haben. Dann sag ich zu dem, also ihr vertraut eher darauf, dass einer ein rotes Band hat, als dass er euch seinen Ausweis mit Foto zeigt. Und dann hat er nichts dazu gesagt und ist gegangen. Also ist echt ein Witz. Wo müssen wir jetzt hier hin, Alex? Da. Guck dir die Schlange an. Wegen so scheiß Bändchen. In den letzten 3 Jahren habe ich nicht einmal so ein Ding gebraucht. Und jetzt auf einmal wird mir gesagt, dass ich so ein Bändchen brauche. Zieht euch jetzt die Schlange rein, wegen einem USK-Bändchen. Das geht bis da, wo es leuchtet. Bis da. Nur wegen Bändchen. Ein Witz. Bisher die größte Stock im Arsch Gamescom, die ich hier jetzt erlebt habe, vielleicht. Ja, ehrlich. Jetzt geht's wieder zurück zu Just Cause, habe ich mein Bändchen. Und jetzt werde ich dem auch sagen, wo war das denn?
Pech gehabt. Ich sag nur eins, Augen auf beim Eierkauf, ja? I don't give a fuck. The girls say I'm no good for you. They trying to break us up. I tell them, don't they know what Baco while I'm searching for the cut. I can scoop you after. So, wir sind gerade von Just Cause 3. Jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen ausruhen von dieser Anstrengung. Und was sagst du zum Spiel? Hat sich's gelohnt? Ich fand die Demo jetzt nicht so umfangreich. Nee. Ich hätte ein bisschen mehr gewünscht. Ja, die war. Ja, mit Open World, aber eine ja, halt nicht so die Grafik war auch so, lala. Was aber geil war, wir haben uns ganz ans Ende angestellt, wobei wir da auch mit einem Rutsch wahrscheinlich durchgekommen wären. Und ja, mit dem zweiten Rutsch. Aber dann kam der gleiche Typ wieder, der meinte hier mit den USK-Bändern und dann hatten wir das Glück, dass er uns direkt nach vorne durchgenommen hat. Das war sehr nett. Das war nett, hat er wieder gut gemacht. Danke, Typ mit der Brille. Can you roll while you are set your mind, baby? Come get these vibes, baby. Close your eyes, baby. Close your eyes, feel the waves in the grease, baby. Feel the breeze in the skies on the road, baby. Can you roll while you are set your mind, baby? Come get these vibes, baby. Come get these vibes, baby. Ja, meine Freunde, wir sind hier gerade in der EA Community Lounge. Wir haben was zu trinken geholt und gerade schon FIFA gespielt. Wie gingen die FIFA-Matches aus? Weiß ich gar nicht. 2-1 für dich. 1-0 für mich dann. Also ihr seht das mal. Ist halt dieses Jahr ein bisschen beengter als die Jahre davor. Dennoch ganz cool. Das gucken wir mal. Hier ist außerdem FIFA. Ja? Kann man sich halt einfach reinsetzen und zocken, wenn Platz frei ist. Ansonsten suchen wir jetzt hier mal einen Sitzplatz. So, Sitzplatz gefunden. So, erstmal jetzt hier ein bisschen sitzen, die Ruhe genießen. Hier bei Battlefront sind wir am Donnerstag um 13 Uhr, ne? Irgendwann. 13.40 Uhr. 13.40 Uhr? Also 13.40 Uhr kommen wir Battlefront anzocken. Der junge Mann dort drüben hatte mich gerade schon gefragt, ob ich rein möchte, weil einer wohl abgesagt hatte. Aber ich konnte den Alex ja nicht alleine lassen. Das war so nett. Close your eyes, feel the waves in the grease, baby. Feel the breeze in the sun. Es ist ein wenig Zeit vergangen. Wir kommen jetzt gerade noch mal aus der EA Community Lounge, haben noch ein bisschen FIFA gespielt. Alex, wie ist das Endergebnis jetzt insgesamt, wenn man alle Spiele zusammenrechnet? 4-2 für dich. 4-2 für mich? Wiederhol das nochmal. 4-2 für dich. Und wie viele deiner Tore waren durch mich, durch meine Fehler? Viele, ne? Also es lief einfach nicht bei dir bis jetzt. Ich komme mit dem Spiel noch nicht so. Gar nicht, ne? Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal unsere Rucksäcke wiederholen, weil die haben wir abgegeben. Das wäre doch ziemlich aufwendig gewesen. Aufwendig, sage ich. Anstrengend auf Dauer. So, die holen wir jetzt ab und dann geht es nämlich um 18.30 Uhr zum ESL-Stand. Dort wird Call of Duty Black Ops 3 vorgestellt. Dort sind wir eingeladen, um uns das Ganze mal anzugucken, wie der neue Broadcast-Modus ist und so weiter und so fort. Und dort werden ehemalige und aktuelle MLG Pro spielen. Und ja, werde ich dann gleich weiteres von sehen. Ja, meine Freunde, wir sind jetzt hier bei dem Activision Call of Duty Black Ops 3 Event, was in wenigen Minuten anfängt auf der ESL-Bühne. Ist schon ziemlich voll hier. Ja. Wir werden es hier den Abend genießen. Wir haben gleich schon eigentlich Gamescom-Schluss, also eine Viertelstunde schließt die Messe. Das Event wiederum geht, aber wie lange geht das eigentlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall hier den Abend jetzt hier ausklinken lassen. Und uns dann schon mal seelisch und mental auf eine anderthalbstündige Zugfahrt einstellen. Ich freue mich mega. Es wird richtig geil. So, Freunde, wir sind jetzt bei dem Event drin. Das heißt, noch ein paar Minuten warten, bis es hier losgeht. Die Präsentation hier bei der Bühne. Da geht es um irgendeinen Broadcast, oder? Broadcast, genau. Und ja, werden jetzt die Kamera ausmachen, weil das hier drin eigentlich nicht erlaubt ist. Und wir sehen uns danach wieder. Sehr nett von dir. Dankeschön. Bitteschön. Schon offen? Ja. Ja, dann tschüss. Wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg zur Bandhaltestelle Messe Deutz. Wir haben jetzt gut 20 vor 9. Unser Zug kommt um 52, also in gut einer Viertelstunde. Aber da vorne ist ja schon zum Glück der Bahnhof. Das heißt, so weit haben wir es jetzt auch nicht mehr. Man kann sagen, war doch ein ziemlich erfolgreicher Tag, der ziemlich scheiße anfing, wie man gesehen hatte. Wir brauchten nie ein USK-Band, heute auf einmal doch. Dann kamen wir nicht in die Pressekonferenz rein von EA, weil es dieses Jahr so war, dass man nur vorab eine Einladung hatte. Letztes Jahr haben wir uns halt direkt vorne an der Presseakkreditierung
haben uns dann auch direkt angemeldet. Das ging dieses Jahr auch nicht. Also auch schon mal anders. Aber ansonsten lief das Ganze sehr erfolgreich. You got that oil, rubbing your lotion all over your back. Ooh, na, 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 na. You better you know what that's so. Jetzt haben wir es endlich wieder ein bisschen nach Dortmund geschafft. Wir haben jetzt 10:30. Halb elf. Und dann jetzt erstmal schön noch das Essen gleich. Aber das haben wir heute eigentlich gar nicht gemacht, ne? Außer ein Crepe und eklige Pommes für 6,50 €. Das ist wirklich nicht ganz. Das ist Messe-Teil. Komplett übertrieben. Auf jeden Fall. So scheiße. Ja, ich hab auch nicht die Pommes auf der Gänse. Nein, ich hab die auch probiert, aber die waren echt nicht toll. Also, ja, auf jeden Fall. Also 6 Euro haben sie auch reingetrieben. Ja, das ist das wäre echt zu schade dann, ne? Ja. Und nach der letzten 3,5 Stunden Nacht wird es dann diesmal wieder nur eine 4 bis maximal 5 Stunden Nacht. Also ich finde schon ein bisschen belastend. Aber ich denke mal, 3 Tage kann man das einmal durchziehen. Ich habe gestern von einigen gelesen, so, ja, mach doch durch. Ich meine, das wäre an sich ja kein Problem. Aber man ist ja dann auch von, wir nehmen um 7 Uhr morgens immer die Bahn, also 6.45 Uhr. Und dann ist man ja bis jetzt abends 10, 11 Uhr unterwegs und so lange wird man es ja nicht packen ohne Ermüdungserscheinungen. Und deswegen tun dann doch ein paar Stunden Schlaf doch ganz gut. Oh mein Gott. Oh, die verstörenden Aufnahmen.